Herzlich willkommen bei Schüssler TV. Es ist wieder soweit. Haben Sie auch schon mal sich so richtig erschöpft gefühlt, abgespannt? Und gedacht, boah, ich habe so gar keine Kraft mehr für den Alltag. Wie soll ich das alles überstehen? Dann habe ich etwas für Sie. Und zwar bei den Schüsslersalzen natürlich. Bei Abgespanntheit, geistiger, nervlicher oder auch körperlicher, gibt es doch einige Schüsslersalze, und zwar drei an der Zahl. Als erstes brauchen wir die Nummer 2, das Calcium Phosphoricum. Das ist auch ein Salz der Schüssler, der Nervensalze. Das brauchen wir in der D6. Das zweite Salz, was wir brauchen, brauchen wir die Nummer 5, das Kaliumphosphoricum. Es ist das Nervenmittel und Psychenmittel der Schüsslersalze. Und das brauchen wir auch in der Nummer 6, weil das bringt nämlich die Energie wieder zurück. Und zwar regt es eben die Nebenniere an, wieder Stresshormone zu bilden, die uns dann den Stress leichter machen zu ertragen. Ja. Das dritte Salz im Bunde ist die Nummer 7, das Magnesium Phosphoricum. Das gehört auch zu den Nervenmitteln der Schüsslersalze. Und zwar haben wir das sonst immer nur bei so Verspannungen, Verkrampfungen, so zur Entspannung brauchen wir das. Aber wir brauchen es auch zur Stärkung der Zellen. Das Magnesium zum Beispiel braucht die Zelle, weil die Kraftwerke in den Zellen, die sogenannten Mitochondrien, man braucht sich den Namen nicht merken, die brauchen nämlich ihren Brennstoff, das ATP, und der Körper bildet dieses ATP mit Hilfe von Magnesium. Fehlt also Magnesium, hat die Zelle nicht genug Brennstoff und dann kann sie auch keine Energie leisten oder liefern. Und dann fühlen wir uns müde und abgeschlagen. Deshalb zur Vitalisierung brauchen wir diese drei Salze. Nummer 2, Calcium Phosphoricum, die 5, Kalium Phosphoricum und die Nummer 7, Magnesium Phosphoricum. Alle drei in der D6. Und davon sollte man dann dreimal täglich je 2 Tabletten einnehmen. Schön im Abstand. So, wem das zu viel ist und sagt sich, oh, 3 Tabletten, also 3 verschiedene Salze einnehmen und dann nochmal dreimal 2 Tabletten, da komme ich durcheinander oder das ist mir zu viel. Für den gibt es eine bequemere Lösung, und zwar unsere Schüsslerkarte. Und zwar ganz neu jetzt auf dem Markt, die Vitalkarte. Da sind diese drei Salze zusammengefasst als Vitalkarte. Diese Karte, ja, wenn man diese Karte hat, braucht man nicht mehr die Tabletten nehmen. Man nimmt die Vitalkarte, trägt sie so nah am Körper wie möglich, das den ganzen Tag. Und schon geht die Energie von der Karte auf ihren Körper und ihren Geist über. Also, nicht vergessen, bei Abgeschlagenheit die Vitalkarte. Kann man erwerben bei www.sieblerverlag.de. Ja, dann wünsche ich euch viel Vitalität. Ich nehme jetzt meine Vitalkarte und mache mich nochmal auf den Weg. Bis dahin, tschüss.